Hallo, herzlich willkommen zur Uhrzeit hier bei 3x M. Ja, liebe Uhrenfreunde, bei der heutigen Invicta-Uhr aus meiner Sammlung, da könnte man eigentlich sagen, dass es eine eher dezente Uhr ist, wenn man sich auf die einheitlich farbliche Gestaltung von Armband, Gehäuse und Lünette beschränken würde. Aber die Uhr hat natürlich auch ein Ziffernblatt. Bevor ich zum heutigen Modell komme, wie immer am Anfang der Uhrenvideos, kurz der Hinweis: Der Autofokus dieser Kamera hat hier und da Probleme, immer alles schön scharf darzustellen. Ich gebe mir Mühe, dass alles gut zu erkennen ist, vor allem die Uhr natürlich. Garantieren kann ich es aber nicht. Darum zu Beginn der Hinweis. Okay, kommen wir zur heutigen Uhr. Diese ist aus der High-End-Kollektion Reserve von Invicta und zwar das Grand Diver Modell mit der Nummer 45360. Der Listenpreis dieser Uhr lag bei 660 Euro. Ich sag's immer dazu, Listenpreise bei Invicta, die kann man vernachlässigen, die stehen nur irgendwo auf dem Papier. Wichtiger ist, zu welchem Preis die Uhr so von Anfang an verkauft wurde, beziehungsweise was so der normale Verkaufspreis war. Und dieser normale Verkaufspreis, der lag so um die 250 Euro in dem Bereich, je nach Farbvariante. Ich habe für diese Uhr bei einer Preisaktion 145 Euro bezahlt, online im Invicta Store. Da gibt es immer mal wieder solche Sonderverkaufsaktionen. Und jetzt zum Zeitpunkt des Videos habe ich geschaut, wie die Preise am Gebrauchtmarkt bei diesem Modell sind. Da konnte ich nur vereinzelt was entdecken. Man kann sagen, ja, so um die 150 bis 170, 180 Euro in dem Bereich bewegen sich die Preise aktuell, jetzt zum Zeitpunkt des Videos. Also ungefähr das, was ich damals neu bezahlt habe. Okay, kommen wir zu der speziellen Uhr. Wie gesagt, Armband, Gehäuse, Lünette, farblich schön einheitlich, aber das Ziffernblatt ist dann doch der Punkt, der auffällt. So, Autofokus, bitte scharf stellen. Bitte nicht enttäuschen mich heute. So, bevor ich so zur Optik komme und zum Ziffernblatt, erstmal ein paar Daten vorneweg. Wir haben ja einen Gehäusedurchmesser von 52 mm. Man kann sagen, eine durchschnittliche Invicta-Größe. Und der Gehäusedurchmesser sind ca. 15 mm. Und hier sieht man auch schon, dass es hier ein poliertes Edelstahlgehäuse ist. Genauso wie die Mittelbahn von dem Edelstahlarmband. Die ist auch poliert. Also fällt schon ein bisschen auf, aber es ist dezent farblich einheitlich, wie ihr ja seht. Auf der anderen Seite seht ihr die verschraubte Krone, wo auch das Reserve-Zeichen drauf ist und auch die beiden verschraubten Drücker. Die gehören zu dem Chronographen, den diese Uhr auch hat. Ja, wir haben hier eine Datumsanzeige, wie man sieht. Die Uhr ist wasserdicht bis 300 Meter. Hält also einen Wasserdruck bis 30 bar aus. Es ist hier verbaut Saphirglas. Das kommt nicht so häufig vor bei Invicta-Uhren, aber in den beiden High-End-Kollektionen Reserve und in der Masterpiece-Kollektion da schon des Öfteren, dass auch Saphirglas verbaut wird. So, dann haben wir Leuchtmasse auf Zeiger und Indizes. Ich muss erstmal ein bisschen drehen, damit der Autofokus sich wieder fokussieren kann. Also Leuchtmasse auf Zeiger und Indizes haben wir hier auch. Und verbaut ist hier ein Quarzwerk der Firma ETA mit der Nummer G10.212. Also man kann schon sagen, die Firma ETA baut durchaus gute Werke, nicht nur Automatikwerke, auch bei Quarzuhren bzw. Quarzwerken. Da ist die Firma schon gut aufgestellt, wobei ich jetzt
so vom persönlichen Geschmack her sagen würde, dass ich Ronda-Quarzwerke noch für eine Tick besser halte. Aber das ist anscheinend dann ja auch Ansichtssache. Definitiv, genau wie Ronda, auch bei ETA haben wir hier tolle Schweizer Quarzwerke. Ja, das sind so die wichtigsten Punkte und Daten zu dieser Uhr. Und man sieht hier auch, wenn ihr genau hinschaut, unten auf dem Ziffernblatt, extra nochmal der Hinweis, Swiss Movement, dass hier also ein Schweizer Uhrwerk drin ist, in dem Fall ein Schweizer Quarzwerk. Ne? Ist jetzt nicht Swiss Made die Uhr, aber zumindest Swiss Movement. Ja, und das Highlight dieser Uhr ist, würde ich sagen, das Ziffernblatt. Denn, schaut mal genau hin, oder fangen wir mal so an. Bevor ich zum Ziffernblatt komme, kommen wir mal zum zweiten besonderen Punkt bei dieser Uhr. Schaut mal oben hin auf die 12, bei der 12-Uhr-Markierung logischerweise. Das sind nämlich 10 klitzekleine Diamanten vorhanden in der 12. Wenn man genau hinschaut, ja, man kann schon sagen, Diamantensplitter, also ganz kleine Mini-Diamanten. Ich versuche mal, die Uhr ein bisschen zu bewegen, dass es vielleicht dann eher erkennbar ist. Also in der 12 sind 10 kleine Diamanten drin. Und das Ziffernblatt mit dieser schönen, ja, soll ich sagen, so rötlichen, leicht rötlichen Farbe, orange-rötlichen Farbe, das ist Sandstein. Wir haben hier ein Sandstein-Ziffernblatt. Und das ist wirklich was Besonderes, vor allem wenn so die Sonne drauf schaut. Wenn man die Uhr anhat, man ist draußen, die Sonne scheint drauf. Das glitzert vor sich hin, das ist wirklich der Wahnsinn. Und demnach hatte ich am Anfang ja gesagt, es ist eigentlich eine dezente Uhr. Aber das Ziffernblatt, wenn die Sonne drauf scheint, oder auch jetzt hier bei dem Licht, ich weiß nicht, wie es bei der Kamera rüberkommt, da glitzert das schon leicht. Also echter Sandstein, diese leichte Körnung, leicht roter, rötlicher Sandstein. Also das ist schon was Spezielles und das habe ich noch nie bei einer Uhr gesehen oder gehabt. Und deswegen bei dem Preis habe ich mir dieses Modell gekauft, weil das einfach toll aussieht. Na? Gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentarbereich, wie ihr das findet, so eine Art Ziffernblatt mit diesem Sandstein. Ich finde es wirklich mal was anderes und es ist auch, finde ich, schön umgesetzt. Und ich hoffe bei diesen Lichtverhältnissen, dass so der Effekt ein wenig rüberkommt. Ich bewege es mal ein bisschen, wenn das so leicht glitzert. Ne? Ich hoffe, es kommt so ein bisschen rüber. Dazu eben bei der 12 Uhr die kleinen Mini-Diamanten. Ist schon mal was anderes. Ne? Poliertes Gehäuse, hatte ich ja gesagt, findet man auch nicht so oft. Meistens ist es immer matt, das Gehäuse. Hier ist es poliert. Und eben auch die Mittelbahn des Edelstahl-Armbandes. Die Außenbahnen sind ja hier eher matt gehalten. Gut, dann will ich euch die Uhr natürlich auch mal von hinten zeigen. Und ich habe ja gesagt, hier haben wir die Reserve-Kollektion, High-End-Kollektion. Und da werdet ihr gleich sehen, es geht schon los bei der Schließe. Wir haben hier nicht so eine diese dünnen Blechschließe, sage ich immer. Hier haben wir schöne Stege, massive Stege. Ein Merkmal auf jeden Fall dieser Kollektion bzw. von Uhren, die das Reserve-Label tragen. Dann hinten an sich, ja, eher dezent. Ich habe hier auch noch meine obligatorische Folie hinten drauf. Die hat sich noch nicht gelöst und demnach, solange sie sich nicht löst, lasse ich sie ja hinten immer dran. Und hier von der Optik her, ja, nichts Besonderes. Invicta Reserve steht hinten drauf. Und halt so ein bisschen, ja, Wasserdichtigkeit und so weiter. Kleine Merkmale der Uhr. Ist halb am Halbkreis noch geschrieben. Was steht hier noch? Das Modell Grand Diver steht hier oben noch dran. Ja, dass es ein Chronograph ist. Muss ich erst mal gucken, was hier alles noch steht.
die Nummer, Wassertiefe, wie ich gesagt habe. Und auch, dass es eben Saphirglas hat. Das ist alles hier auf der Rückseite, so am Halbkreis. Ich hoffe, man kann es hier auf der Kamera ein bisschen erkennen. Da ist das jeweils alles eingraviert. Ja, was man noch sagen kann bei dieser Uhr, ich mache es mal kurz so zu. Die Uhr hat, was selten ist bei Invicta-Uhren, was leider selten ist, was ich immer wieder kritisiere und bemängel, weil das vor allem bei diesen Modellen von den High-End-Kollektionen Reserve und Masterpiece eigentlich selbstverständlich sein sollte, einen Schnellverstellung. Seht ihr? Wenn man im Sommer mal das Handgelenk ein bisschen dicker wird und man will schnell mal ein bisschen die Uhr weiten, dann kann man es hier auf, glaube ich, 4-5 Stufen schön machen. Ne? Und das haben leider bei Invicta-Uhren selten. Diese Uhr hat es, das finde ich toll. Ich bin ein Fan von dieser Schnellverstellung und verstehe nicht, warum das Invicta einfach nicht öfters macht. Ne? Ja, dann nochmal so, wenn ich die Uhr jetzt vom Kissen runter habe, nochmal so allgemein so mal zeigen, dass man die ganze Pracht, sage ich mal, sieht. Und das Zifferblatt ist definitiv mit den kleinen Diamanten auch oben und dem Sandstein. Das ist definitiv das Besondere an dieser Uhr. Und ich hoffe, bei der Kamera, bei den Lichtverhältnissen kommt es ein bisschen rüber, wie das dann glitzert. Also Freunde, vor allem, wenn so die Sonne drauf scheint, also das funkelt dann auf jeden Fall vor sich hin. Wirklich was Besonderes. Ne? Das sieht wirklich gut aus. Wie gesagt, andere Farbvarianten gab es da vom Ziffernblatt auch her. Ich finde aber, da es ja diesen roten Sandstein ja so in der Art auch gibt und dass das ungefähr auch dann farblich so rüberkommt, das finde ich bei dieser Uhr besonders gut. Ich weiß jetzt gar nicht, ob bei dieser Preisaktion damals, ob es da auch die anderen Farbvarianten günstig waren, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber mir ist gerade dieses rotfarbige, rot-orangefarbige so ins Auge gesprungen. Und das kombiniere ich ja auch mit Sandstein und so weiter. Und da habe ich dann sofort diese Uhr gekauft. Ja, man sieht ja noch bei dem großen Sekundenzeiger für den Chronographen ist ja auch bei dieser Reserve-Kollektion normal, dass da unten dran das Reserve-Zeichen ist. Das sieht man auch noch. Ja, ansonsten gerne eure Meinung dazu in den Kommentarbereich. Ist das eine Uhr für euch sowas? Gefällt das euch? Mögt ihr sowas gar nicht, wenn so ein Ziffernblatt so auffällig ist und vor sich hin glitzert oder wie auch immer? So eine Art Uhr hatte ich bis jetzt nicht in meiner Sammlung. Preis stimmte und da habe ich mir die Uhr damals gekauft. Ich denke mal nicht, dass es eine Uhr ist, ein Modell ist, was ewig bei mir bleiben wird in der Sammlung. Irgendwann wird sie mich verlassen, denke ich mal. Es ist nicht so eine Uhr, wo ich jetzt absolut platt bin vor Begeisterung, gebe ich ganz offen zu. Mir gefällt die Uhr, ich ziehe sie aktuell ab und zu an und will mal sehen, wie lange ich die Uhr dann behalte. Aber da ich sowas noch nicht hatte, wollte ich ganz einfach mal diese Art von Uhr tragen und habe sie mir damals deswegen gekauft. Okay, Freunde, das soll es gewesen sein mit dem heutigen Modell. Ich denke, ich habe alles Wichtige zu der Uhr gesagt. Ansonsten ja, bis die Tage, bis zu einem nächsten Video. Macht's gut, Freunde, und tschüss.